Also die Lehre gefällt mir schon besser als die Schule. Weil Schule, das hat mir gefallen, weil das war halt nur Theorie und mehr als die Hälfte brauche ich halt sowieso nicht mehr. Ob jetzt das eine oder andere mehr braucht, das ist jetzt dahingestellt, aber auf jeden Fall hat er das ganze Spektrum einmal gesehen. Und da ist es wichtig, dass jetzt zumindest alle Themen einmal angeschnitten werden. Also im Betrieb war jetzt die mehrere Zeit eigentlich auf dem Friedhof mit dabei, aber ich habe mir auch so wie Bau und so, das haben wir auch schon angeschaut und wir waren auch nur wieder in die Kirchen drin. Letzte Woche waren wir in der katholischen Akademie, katholische Akademie von Bayern, das ist ein ganz anderes Level. Da dorten sie zum Unterhalten und mit den Leuten zum Reden, als wenn du auf dem Friedhof bist. Jeder Mitarbeiter, der wo einfach viel kann, der ist auch vielseitig einsetzbar. Und dann hat er auch andere Möglichkeiten, dass er sich vielleicht ein bisschen Arbeit raussuchen kann. Der Bau, der hat mir schon recht gut gefallen. Also das war eigentlich das, was ich später gerne machen hat. Aber der Chef schaut halt, dass ich da alles ein bisschen was mitnehme, also auch von Restauration und von dem bildhauerischen Arbeiten. Das ist eigentlich auch gut, dass er mich da ein bisschen durchzieht, dass ich das alles mal gesehen habe und ein bisschen eingeschnuppert habe. Es sind natürlich immer Arbeiten dabei, die es mir nicht so schön haben und was schön sind, waren besser gefreut. Aber die Arbeit, was zu machen ist, muss gemacht werden. Es gibt halt mehr, die Spaß machen und manche weniger. Und, aber wenn man Spaß an der Arbeit hat, dann geht das auch und dann funktioniert das. Ja, und der Job, der ist immer gut zu mitnehmen. Also das Schiff meißeln, das geht noch, aber dann, wenn es zum Heim geht, das ist so fein und da, die Ziele sind immer so, dass. Da kriegst du einen halben Kollaps, das mag ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gerne. Wir haben den richtigen ausgesucht für uns und für den Betrieb. Und was ich bis jetzt gemacht habe, ist gut. Und nach der Lehrzeit, glaube ich, ist er ein guter Mann. Je mehr er das kann, und desto mehr ist er halt zum Mitnehmen und auch im weiteren Leben verehren. Auch wenn er mal wirklich woanders wäre. Kann er halt wirklich sagen, du, das kann ich, das kann ich. Und das ist halt einfach wichtig, halt, dass du nicht bloß irgendwie sagst, dass ich war bloß beim Grabsteinversetzen dabei. Ja, meine Lehre läuft 2016 aus und dann hätte ich schon vor, dass ich noch eine Zeit beim Baumann bleibe. Und dann mal halt schauen, was es hier gibt, ob Masterschule oder weiter da bleiben. Lernt Sarah und Benno auf der Facebook-Seite Steinmetz Bayern kennen. Diskutiert mit und postet eure Erlebnisse rund um eure Ausbildung. Schreibt uns, wenn ihr tolle Ideen habt und postet uns Bilder oder Videoclips von eurer Ausbildung aus euren Betrieben auf die Facebook-Seite facebook.com/steinmetzbayern. Wir freuen uns auf Azubis, Gesellen und Meister. Mach mit, werde Steinmetz und Steinbildhauer in Bayern.